Wo kann man die mystische Waffe von Spider-Man bekommen? Die Web-Shooters, beziehungsweise den Web-Shooter oder auch den Netzspinner auf Deutsch. Darum geht es in diesem Video. Wenn du es feierst, lass einen kostenlosen Daumen hoch da, kostenloses Abo, mach die Glocke an und dräng dran, mal einen Creator-Code im Fortnite-Shop einzutragen. Ja, Leute, Fortnite ist geil. Spider-Man ist in Fortnite Kapitel 3 und es gibt eine mystische Waffe, eine mystische Waffe, und zwar sein Netz quasi. Man kann dann quasi über die Karte sich hin und her schwingen. Man kann das Ding auch auf Gegner schmeißen und so weiter. Und ihr wollt jetzt natürlich wissen, wo gibt's das, wo kriege ich das, wo kriege ich die Waffe und wie kann ich die spielen? Ja. Ihr seht hier quasi schon, ist im Spiel gewesen, ja, Betonung liegt auf gewesen. Und zwar war es ein Bug, so ein Glitch. Und zwar konnte man die mystische Waffe einfach in Greasy Groove bei einem Charakter kaufen. Und zwar nur in Arena, ja, das ging am 5. Dezember. Da gab es einen Bug und der Charakter hat einmal für 400 Gold die Waffe verkauft. Ja. Wer von euch den Bug mitbekommen hat und das Ganze ausprobiert hat, schreibt doch unten in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie viele von euch das gesehen haben und ausprobiert haben. Ja. Und jetzt denkt ihr euch, shit, habe ich verpasst, kann ich gar nicht mehr spielen. Ja, nee, kein Problem, Leute. Das kommt wieder ins Spiel. Ne? Am 11. Dezember kommt ja der neue Spider-Man-Film raus, No Way Home. Ja? Von in Kinos kommt der, hoffentlich auch immer noch auf Disney Plus, weil ich habe irgendwie bei der aktuellen Corona-Lage keinen Bock auf Kino. Und dann kommt ein Fortnite Live-Event, es kommen Fortnite Spider-Man-Herausforderungen. Ja? Wird auch einen Spielemodus geben zu Spider-Man, wo ihr dann einfach irgendwie euch wo ihr Spider-Man spielen könnt oder halt auch mit dem Netz euch durch die Gegend schwingen könnt und so weiter. Ne? Und dann kommt das Ganze auch ins Spiel. Spider-Man kommt ins Spiel, der wird wahrscheinlich beim Daily Bugle sein. Als Charakter kann man den dann anquatschen. Und ja, da ist es im Endeffekt. Ne? Am 11. Dezember ist es dann soweit. Der neue Spider-Man kommt in den, kommt ins Spiel. Ihr könnt die Waffen bekommen, wahrscheinlich dann auch direkt bei Spider-Man, vielleicht auch bei dem Charakter, den wir gerade gesehen haben, ne? In Greasy Groove. Und dann können wir alle Spider-Man spielen und seine Web-Shooters, Leute. Das ist es im Endeffekt gewesen. Hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wenn ich ein Video mache, wo ich einfach einen Titel reinschreibe, kommt am 11. Dezember, guckt es halt keiner. Ne? Und viele wollen halt wissen, wann kommen endlich die Waffen, wann kriegt man sie. Wie gesagt, am 11. Dezember sollte es spätestens soweit sein. Ich denke mal, ein paar Tage vorher geht vielleicht schon das Live-Event los. Und dann können wir alle Spider-Man Web-Shooters spielen in Fortnite Chapter 3. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare rein, wie ihr das neue Chapter findet, die neue Season in Fortnite. Bin sehr gespannt. Viel Spaß euch. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Ciao.